Auf Schleichtour, willkommen zurück zu Skyrim. Also gleichzeitig streamen und für YouTube aufnehmen ist jedes Mal für mich aufs Neue verwirrend. Ich habe dann nochmal meinen Eindruck, dass die Leute auf Twitch sich so ein bisschen veräppelt fühlen, wenn ich hier alle 20 Minuten so eine Begrüßung mache. Aber die Leute auf YouTube würden sich auch veräppelt finden, wenn ich keine nette Begrüßung mache. Ich meine, was ist denn das? Das ist ja unhöflich. Irgendwie, sie suchen schon nach mir, aber Moment. Ach, ich kann ja gar nicht suchen, weil ich das nicht geskillt habe. Naja, das war jetzt nicht so der meisterhafte Schuss, ich gebe zu, aber... Ich hau hier gerade meine guten Zwergenbolzen raus. Nein, nicht bewegen, Jungs, ich bin ein schlechter Schütze. Ich kann keine... Oh, Mann. Ah, kann ich mich vielleicht einfach durchschleichen? Da ich meine, das sind scheinbar nur zwei Mann gewesen. Oh, ich wurde entdeckt. Von wem denn? Nur weil ich ja mal kurz runtergekraxelt bin. Das finde ich jetzt aber dreist. Egal, ich war nicht da. Ich war nicht da. Nicht so, wo ich gerade hier so mit Alt renne. Das hat mich gestern in ESO saumäßig genervt. Ich wollte die ganze Zeit mit Alt rennen, aber in ESO ist, glaube ich, Alt irgendeine andere Taste. Und, ah, das war so ein Elend. Das, nee, Lydia ist nicht da. Warte mal, dann müssen wir aber mal Action sammeln. Lydia? Ah, Lydia, grüß dich. So, jetzt hier Eisen kann ich abbauen. Juhuhuhuhu. Warst du jemals in einer richtigen Höhle in Skyrim, die nicht für eine Quest gemacht worden sind? Ja. Öfter. Also, wahrscheinlich waren die auch für Quests gemacht. Ich glaube nicht, dass es freie Höhlen in ESO überhaupt gibt. Aber ich war zumindest mit meiner Hochhilfe war ich in irgendwelchen Höhlen drin, wo ich keine... Wo ich gerade... Augenblicklich gerade keine Quest habe. Ich war da halt einfach so drin, aber ich glaube, da war dann... Wäre dann noch eine Quest gewesen. Aber das war dann auch eher nicht so eine richtige... Naja, gut, so eine richtig instanzierte Höhle war es nicht. Sei das da vorne, sind das abgeschworen? Die sehen so von den Klamotten her nicht so aus, aber... Eigentlich bin ich ja gerade in eine abgeschworene Lage gegangen, ne? Also prinzipiell müssten das... Das habe ich noch nie gesehen. Schleichen? Das kann ich mir vorstellen, Lydia. Das kann ich mir voll vorstellen, dass du sowas noch nie gesehen hast. Die habe ich aber alle schon gesehen, deine Skyrim-Folgen. Ja, Sandra, das finde ich ja immer noch sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand wirklich alle geguckt hat. Also aktiv geguckt, meine ich. Meine, die Höhle kenne ich doch hier. Ich war hier auf jeden Fall schon mal. Gut, ich war schon überall eigentlich gefühlt, aber... Das ist übrigens doch ein abgeschworener. Ja, wirklich alle Folgen angucken, das ist echt eine Leistung. Also so nebenbei immer was gucken, kann ich mir ja gut vorstellen. Ja, natürlich! Ja. Also Lydia ist ein ich mach tatsächlich mal Schaden an Leute, ne? Also Lydia und Schleichen, das passt aber nicht. Oh, Wildbrett, jawohl. Warte mal, ist hier nicht irgendwo ein Feuer? Dann könnte ich direkt... Warte, ich hab hier noch nicht... Was haben wir hier noch? Kartoffeln, jawohl. Kann ich jetzt Kartoffeln? Kann ich jetzt... Ich wollte neulich Kartoffeln kaufen. Ich habe das bis heute vergessen. Und heute Mittag hatte ich wieder das Verlangen. Na, heute Mittag machst du mal Pellkartoffeln. Bis mir eingefallen ist, dass ich den Tag doch keine Kartoffeln gekauft habe. Mann, ich muss hier, glaube ich, mal ein paar Leute aus dem Leben raushauen. Also irgendwie funktioniert das mit dem Schild manchmal nicht. Was mir gerade einfällt, kann das, hat das ätherische Schild Ladung? Das habe ich noch nie nachgeguckt. Wo ist denn das hier überhaupt? Nee, es hat keine Ladung. Also manchmal funktioniert es manchmal nicht. Ich glaube, das hängt einfach mit der Stärke der Gegner zusammen. Ich finde es übrigens immer wieder lästig, dass die Abgeschworenen vergleichsweise... Oh, ein Rezept. Vergleichsweise viel Schaden machen, aber die schlechtesten Pfeile im Spiel haben. Oh, was? Lächerliche Magier! Einfach nur ein Dings am anderen. Ich habe da F5 gedrückt, wo ich in dem Stein war. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay, wir versuchen das nochmal. In der Hoffnung, dass Lydia das nicht wieder gegen den Baum fährt. Und üben uns nochmal mit deiner Armbrust. So, hier, ich meine, so ein Typ mit dem Stand... Ja, so ein Stechen im Rücken, das sind die... Was war das? Lydia! Du kannst auch nicht warten, dass du hier einfach Leute umbringst. Was betreiben die hier eigentlich? Bergbau? Also zumindest einen könnten wir schon mal rausnehmen ohne Kampf. Das ist ja schon mal viel wert, ne? Und einen Bolzen. Den anderen Bolzen sehe ich wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Oder ist der hier noch vielleicht irgendwo? Wie, was? Ich bewege mich ja fast gar nicht, Freunde. Lydia sieht auch wirklich so aus, als... Also Lydia sieht eher so aus, als würde sie einem gleich ein volles Buddy-Check geben, als irgendwas anderes zu machen. Also, wie... Ja, natürlich! Hier drüben! Zack, er rennt um die Ecke, schon mit den gezogenen Stab und sieht mich einfach mal sofort. Ja, ich würde hier schon... Ich würde ja schon irgendwie gerne... Also, solange der Magier sich auf Lydia konzentriert, ist alles gut. Also, entweder er zaubert mit einem Stab, oder das ist mal wieder einer der OP-Magier, die unglaublich schnell zaubern können. Okay, der Magier hat gerade anderes zu tun. Das heißt, ich kann in aller Ruhe den Pillager hier platt machen, also den Plünderer. Manno! Nie nimmt mich hier einer ernst. Hallo! Ich glaube, ich hau doch lieber erst den Magier um. Ach, das ist ja, so, das ist ja sogar so ein komisches Totherz-Ding hier.
Der zaubert wirklich mit seinen Händen so viel? Den starken Blitz die ganze Zeit? Ich würde ja nicht... Oh, das ist nur ein Abgeschworener. Den kriege ich tot. Das schaffe ich. Der kann nix. Jawohl. Wer ist denn ja nicht? Wie ist denn jetzt? Oh, Lydia sieht ganz schön angeschlagen aus. Die ist fast genauso tot wie der Typ hier. Oh. Mann, Lydia, das war ja schon fast knapp. Ist ja der Wahnsinn. So, weil wir hier genau. Die haben doch hier genau. Haben die nicht? Waren das nicht die Typen mit dem Herz? Genau, da haben wir es doch, das Boyer-Herz. Genau. Hart. Ich kann kein Englisch immer noch nicht. Das war gestern in ESO ganz so schlimm. Das war ja auch komplett Englisch. Da ich weiß gar nicht, wie deutsch das Originalspiel denn der wird. Ich hoffe total. Also eine gute Synchro erwarte ich schon irgendwie. Oh fuck. Warte mal, kann ich ja nicht direkt mal Eisen durchherstellen, oder? Kann ich? Seit wann kann ich ja nicht so viele Waffen herstellen? Das ist ja der Hammer. Warte mal, eigentlich kann ich direkt mal ein paar Eisen durchschmieden. Obwohl, nee, Moment, keine Eisen durchschmieden, das ist eine dumme Idee. Wenn ich das nämlich mache, bin ich gleich wieder überladen. Und ich... Oder Lockpicks. Und ich bin hier... Nein, durch den Blitz auch nicht schlecht. Und ich bin hier gerade nirgends in der Nähe von irgendwas, wo ich Sachen verkaufen kann. Also das sollte ich besser nicht machen. Hauptsache, hier ist eine ziemlich moderne Schmiede hier mitten... Also die Abgeschworenen, die wollen ja Zivilisation nicht so richtig haben, aber die haben hier einen 1A-Amboss. Ja, das ist ja nicht so, dass ein Amboss sich so von alleine erstellt. Das ist so ein Amboss, da muss man schon mal ein bisschen was machen. Wieso macht man eigentlich so wenig Schaden? Weil ich legendär spiele, Theoretiker. Ich mache nur ein Viertel des Schadens, aber Gegner machen den vierfachen Schaden an mir. Das heißt, ich fiste mich extra doll von alleine, weil ich auf so einen hohen Schwierigkeitsgrad spiele. Weil die Bethesda war der Meinung... Oh, kann ich kein Essen machen? Nee, ich kann keine Wasserbehälter machen. Weil Bethesda war der Meinung, Schwierigkeitsgrad definiert sich... Also das haben sie schon im Fallout gemacht. Schwierigkeitsgrad definiert sich nur damit, wie schwer ein Spiel ist und nicht, Das heißt, hättest du einfach klauen können, dann wäre er tot gewesen. Das geht? Also ich war noch nie gut genug, um mich an so einen Typen ranzu... Man kann dir das Herz rausreißen? Das ist ja cool, das habe ich wirklich noch nie gemacht. Das muss ich irgendwann mal Gelegenheit mal ausprobieren. Das ist ja krass, das wusste ich noch nicht, dass das geht. Also kann ich irgendwas machen hier eigentlich? Ah, guck mal, ich kann Karamellbonbons machen? Was zur Hölle? Und ich kann Sahne schnitten. Cool. Ich will jetzt Sahne schnitten machen. Zack. Muha, kann ich jetzt immer noch Karamellbonbons? Nee, jetzt ist mein Kisalle. Ich kann eine kalte Schneebeere machen. Jetzt friere ich die jetzt ein oder was? Also ich mache normale Schneebären, mache ich jetzt zu kalten Schneebären. Ich kann Skoma herstellen, cool. Ich stelle Skoma her. Und ich kann Wasser herstellen. Achso, ich kann abgekochtes Wasser herstellen, so. Ich kann nasse Schneebären machen. Was kann ich denn hier mit den ganzen Schneebären machen? Warum vor allen Dingen? Also schön, dass ich jetzt meine ganzen Schneebären hier von A nach B konverten kann, aber was bringt das? Jo, schön. Was ich denn hier alles kann? Mann. Nee, erstmal den, also das Herz stehen, das ist mir echt, das ist mir neu, sag ich mal. Na, die ersten Alia-Folgen schon eher nebenbei. Na gut, die ersten Folgen von meinem Let's Play waren auch echt ein bisschen, sagen wir mal, das war eine Streamaufnahme und ich habe damals echt wenig Erfahrung mit Streamen gehabt und ich habe im Nachhinein gesehen, das ist irgendwie in 15 Frames ist das aufgenommen. Das sind wirklich nur 15 Frames, dann ist die Bitrate unter aller Sau, dann ist es teilweise nicht mal 480p, sondern nur 360p, weil es irgendwie damals nicht funktioniert hat. Das ist sowas von schlechte Qualität, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist unterstes Boden hier. Warte, jetzt muss ich eigentlich direkt nochmal hoch zum Kochpot, weil ich möchte jetzt mal sehen, ob ich jetzt was Tolles mit den Kartoffeln machen kann. Guck mal, ich kann jetzt hier auch, ne? Kann ich mich ein... Ah, Moment. Ja, kann ich jetzt? Nö. Gut, ich benutze das Ding jetzt per Telekinese, was auch nicht schlecht ist. Ja, die ersten, bis vor 50 von meiner ersten Skyrim, was vor allen Dingen mittendrin anfängt. Weil das war halt eine, das war damals nie so geplant. Das ist echt ein bisschen... Warte mal, Südbrettkotelett, das sollte ich vielleicht alles... Ich jammer vorhin die ganze Zeit darüber rum, dass ich zu wenig Essen habe. Und jetzt lasse ich hier das ganze Fleisch nehmen. Pferdefleisch, Ziegenbeine. Dann lasse ich hier das ganze Fleisch nehmen, wenn... Ja, Quatsch, den Dings. Oh, Magicka. Das war eine grüne Magicka-Flasche, was ist das denn? Backed Potatoes, FTW. Kann ich machen? Mal gucken. Backkartoffeln, jawohl! Ich kann Backkartoffeln machen. Warte mal, machen wir gleich mal. So, die werden ja hoffentlich eine Weile halten. Muhaha. Ich kann auch noch gebratenes Ziegenbein herstellen. Schade, dass es kein Kochenskill gibt. Verkohlt? Hey, ich kann verkohltes Fleisch herstellen. Das ist ja klasse. Aus Pferdefleisch. Man kann aus Pferdefleisch nichts anderes machen als verkohltes Fleisch? Wie schlecht bin ich denn im Kochen? Ach, wie schön. Das, aber zumindest müsste ich jetzt erstmal genug Essen haben. Mal sehen, wann es schlecht wird. Bin ich eigentlich mittlerweile fähig genug, um an einen Schleifstein meine... Naja, dem Dawnbreaker, dafür bräuchte ich... Ach, Ebenherz bräuchte ich dafür. Den könnte ich? Wie, Moment mal, das Schwert hat eine Exposure Protection? Weißt du, hey, leuchtet oder was?
Ja, das würde ich halt wirklich sehr gerne. Den Dornberger würde ich auf jeden Fall gerne mal erweitern, aber. Ebenerz, hat Lydia durch Zufall Ebenerz bei? Bin immer noch da. Also ich bin mir relativ sicher, dass mir das Spiel sowieso gleich sagen wird, dass es nicht geht, aber. Ebony habe ich tatsächlich bei. 280 ist der Barrenwert. Das habe ich definitiv geklaut. Das ist mal sicher. Dir fehlt das Talent, sind wir besser magischer Gegenstände. Toll. Ich bin nicht überrascht, sag ich mal. Ja, Lydia. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Das ist schön. Hat schon auffällige Rüstung da. Eisenerz. Also zumindest könnte ich bald mal wieder ein paar Lockpicks herstellen. Bei der guten Gelegenheit. Was mit den nassen und kalten Schneebären habe ich auch noch nicht rausgefunden. Also ich kann nasse und kalte Schneebären machen, wir wissen nicht warum. Das ist doch schon mal schön. Und Hauptsache, die bewahren ihre tollen Waffen hier in so Waffenständer auf. Das macht voll Sinn. Also ich meine, die sehen ja echt so aus, als hätten die gerade frisch aus dem Leib von einem Vieh rausgerissen. Du brauchst doch den Skillarcana Schmied. Ja, danke Tia. Hallo Teriad übrigens. Dich hatte ich noch nicht, glaube ich. Das Ding ist, wir spielen mit Mods. Und das heißt, wir haben einen, der Mods heißt, fuck, wie heißt denn der überhaupt? Skyrim Redone, genau so heißt er. Und das heißt, das ist ja alles nicht mehr so einfach. Also das ist, oh ne, ich kann ja, wo ist denn hier eigentlich der Schmiedebaum? Wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Smithing, genau. Ich glaube, der war mal, warte, Tradecraft, das ist Trying to Six Mile Life War, aber, konnte man nicht Juwelen sonst früher immer machen? Ich glaube, ich das mal vorher, Bypass Magic, wir können irgendwo. Ach ja, genau, das hier, Arcana, was hat er gesagt? Arcana Schmied, na ja gut, das passt. Das kann ich übrigens relativ früh machen, fällt mir übrigens gerade auf. Wie viele Skillpunkte habe ich denn gerade? Aber Blacksmith, was brauche ich da? 50. Ah, Schmieden, 50 brauche ich dafür. Und das kriege ich aber noch hin, glaube ich. Das werde ich gerade so noch schaffen. Teriad hattest du noch nicht? Oh Gott, Gary. Mal wirklich. Man kann mich auch mit Absicht falsch verstehen. Wirklich, also. Nein! Ich werde euch töten! Alter, wie schnell haut der denn zu? Alter, den müsst ihr doch eigentlich bald mal das Ding, das Zeug ausgehen hier. Das ist die Stamina, das kann ja wohl nicht sein, dass er hier so auf mich draufprügeln kann. Alter, Ja, jetzt auf einmal, ihr habt gewonnen. Ja, jetzt. Fawnsword Yari. Yari deals reduced damage against armored enemies. Ach ja, das ist ja so ein komischer Pferdesperr, ne? Der ist, glaube ich, gut gegen Unbewaffnete. Was halt irgendwie nicht so cool ist gegen Leute mit dicken Rüstung. War ja Arcana-Schmied nicht vorher bei Schmieden 40 oder 60? Ich glaube auch, was total dumm ist, weil du musst halt irgendeinen Schmiedefahrt lang gehen, nur um Arcana-Schmied zu können. Das musst du, glaube ich, sowieso beide. Also wenn du schwere Rüstung machen musst, musst du, glaube ich, sowieso beide machen. Das war auch total lästig. Wo ist denn der Typ jetzt? Warte, ich mach das hier am besten mal in der Außenperspektive, dann sehe ich auch mal was. Nimm dies. Er steht gegen die Wand, Lydia. Jawohl, den haben wir. Der Block. Der Typ haut mit einem Dolch zu. Gucken wir mal, wie Lydia bewaffnet ist. Ich weiß übrigens gar nicht, ob es überhaupt möglich wäre mit so einem Dolch. Egal wie du zuschaust, selbst wenn du das Ding stichst, ob du damit überhaupt durch so eine Plattenpanzerung durchkommst. Ja, natürlich können sich wieder alle heilen. Heilen sich Gegner eigentlich im Vanillaspiel? Ich glaube, nur die wirklich großen, oder? Ich meine, so ein normaler Mob heilt sich normalerweise, glaube ich, nicht. Weil das ist ja auch total lästig und frustrierend. Fällt übrigens gerade ein, dass mein Pferd gerade total schlecht steht. Das steht ja irgendwo da oben auf dem Berg. Ach, Teriad hat bis jetzt nur YouTube geschaut. Teriad. Also eigentlich kann ich mich eigentlich immer noch brüsten, dass ich so wenig Zuschauer habe, dass ich alle kenne. Also zumindest die, die mehr als zwei Kommentare bis jetzt geschrieben haben. Neulich hat zum Beispiel... Das war eigentlich eine lustige Geschichte. Das ist, mir ist mal aufgefallen, dass ich manchmal in Kommentaren unabsichtlich unhöflich bin. Mir hat nämlich jemand... Also ich habe... Eins meiner beliebtesten Videos auf meinem Kanal ist tatsächlich das Video, wo ich die ganzen Mods vorstelle, die ich in meinem Fortnite Vegas Let's Play verwende. Und da hat irgendjemand drunter geschrieben, kennst du den Mod bla 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 bla? Und ich so, nee. Denn darauf, spiel den nicht, der ist total schlecht. Das fand ich irgendwie, da habe ich dann irgendwie sowas drauf geantwortet, ja, schön, bringt mir eh nichts, weil das Let's Play ist durch und was ist das für ein Typ hier, mir erst einen Mod zu nennen und dann zu sagen, dass er schlecht ist. Das weiß ich nicht, das war irgendwie nicht so. Dann habe ich irgendwie noch bemerkt, dass ich dass ich ja vorher sowieso meine Mods teste. Ja, dann war halt wie das, dann habe ich mir so einen Tag später nochmal durchgelesen und dachte mir so, eigentlich war das Kommentar ganz schön unhöflich. Der Typ wollte dir irgendwie in schlecht formuliert helfen, aber du hast ihn dann also abgebügelt. Das ist, ja, ich bin öfter mal unhöflich, ist mir was aufgefallen. Also unabsichtlich. Also wenn ich irgendwie mal ein bisschen harsch wirke, dann ist das gar keine Absicht. Das ist nur, weil ich
spontan irgendwie gerade auf Kommentare antworte, weil ich irgendwie gerade wieder König der Welt auf meinen Stuhl hier mich regel. Ja, die mache ich wirklich die meiste Zeit. Dieses, meine Schüler halten noch eine Hexe. Nee, den helfe ich nicht mehr. Übrigens ist sie schon tot, die Hexe, fällt mir gerade so auf. Ich hänge meistens sowieso auf 7:30 auf meinen Stuhl und das geht auch immer so schnell kaputt. Und dann sehe ich halt irgendwie, freue ich mich, yay, ein neues Kommentar und dann lese ich sowas und dann sowas. Ich habe es jetzt immer nur auf YouTube oder im Halsbereich, was? Das war bei mir auch so, Björn. Was? Jetzt kann ich wieder in Chat. Das passiert immer, wenn ich über irgendwas rede, wo die Leute dann darauf antworten, dann kommt auf einmal Chat und dann komme ich nicht mehr hinterher, das zu lesen. Jetzt ist hier schon wieder, der halbe Chat ist schon wieder voll mit irgendwelchen Kommentaren. Moment. Achso, bei Arcana Schmied war vorher, wie gesagt, Arcana Schmied kann sich verschoben haben. Ein bisschen Glück und Geschick kommen durch die Zwischenräume der Rüstung. Ah ja, richtig, ja gut, eigentlich, ich glaube, die Rüstungen in Skyrim sind auch nicht besonders realitätsnah, jetzt mal von den Bruststücken abgesehen, die, wie ich ja gerne immer wieder erkläre, dass so eine ausgeformten Brüste bei einer Rüstung der totale Mist sind, weil wenn du da einen Schlag drauf kriegst, also wenn Frau da einen Schlag drauf kriegt, dann drückt sich die ganze Kraft auf einer Stelle konzentriert, was irgendwie so ein bisschen den Zweck einer Rüstung gegenspricht, weil dann, was wird dann wohl passieren? Richtig, deine Rippen brechen. Und was machen deine Rippen? Richtig, in die Lunge stechen. Was passiert dann? Innere Blutung, tot. Geil. Da hast du auf jeden Fall volles Met den Zweck einer Rüstung erfüllt, wenn dir das passiert. Und deswegen sind unsere Brustaussparungen für Frauen ziemlich unpraktisch. Vor allen Dingen, weil man weiß ja, dass die Brust größtenteils aus Fett- und Drüsengewebe besteht und deswegen 1A zusammengedrückt werden kann. Was ist das hier eigentlich schon wieder? Kann ich irgendwas mitmachen? Ich kann tatsächlich, hier gibt es noch eine Truhe. Was falsch verstehen macht doch Spaß. Ah ja, nee, total. Unter den Achseln, ja stimmt, unter den Achseln, da war was. Weil so eine Rüstung muss ja auch beweglich sein. Wenn die Rüstung ist ja, okay, eine Eisenrüstung, eine Illusion. Wenn so eine Rüstung auch komplett wäre, dann wäre da, könnte man sich da auch wenig drin bewegen. Na gut, jetzt die hier ist jetzt. Vor allem, wenn man gerade sein Schwert hier so erhebt zum Schlag. Jetzt kann mich nicht von selber vorne. Wenn ich hier so mein Schwert von oben erhebe, dann ist die Gelegenheit natürlich günstig, unterm Gegner abzutauschen und in dem Moment den Dolch durch die Achseln zu drücken. Aber so wie der Typ gerade im Kampf zugeschlagen hatte, wäre das in 1000 Jahren nichts geworden. Weil der hat ja frontal an der Rüstung rumgekratzt. Übrigens, hier hinten sind schon wieder irgendwelche abgesponnen, oder? Nee, es sind hier Sturmmäntel sind das. Na gut, die stören mich gerade nicht so gut. Bis jetzt habe ich ja noch mit keinen der beiden Parteien streiten. Das wird, glaube ich, auch nie passieren. Komme ich hier ein bisschen um die hochgekraxelt? Ich will jetzt hier nicht rumreiten. Ich bin faul. Ja, komm, Gemüsegaul. Jawohl. Ach, der Gemüsegaul, der ist schon klasse. Du warst bei mir auch nicht so wirklich, denn. Ja, ich bin. Mit den Dolch durch die Rüstung im Halsbereich. Das geht. Na, da ging die Rüstung um. Warte mal, gibt es da nicht extra einen Rüstungstyp, der. Die Halsberg? Oder wie heißt denn das Ding? Halsberg, ich kann wahrscheinlich über Sachen durcheinander bringen. Das ist. Prinzipiell habe ich da so eine grobe Ahnung von alten. Von altertümlichen Rüstungswesen und Dings. Ich war in meiner Jugend sehr interessiert, was Mittelalterzeugs und so angeht, bis ich dann irgendwann mal auf Science Fiction ausgewichen bin. Deswegen habe ich da so eine rudimentäre Ahnung, gerade was das angeht, gerade durch die ganze Fantasy, wie man liest, da ab und zu bemühen sich Autoren ja doch sowas halbwegs realistisch zu gestalten, dann kommen da halt so ein paar Beiträge, wie man am besten durch so eine Rüstung durchkommt, die beschreiben dann den Kampf und. Auf jeden Fall meine ich, dass es dafür extra Rüstung gibt, dass man halt nicht irgendwie durch den Hals gestochen wird, weil das ist ja ganz doll doof. Weil da hast du so eine dicke Rüstung an, denkst du, da bist du maximal geschützt und dann kommt irgendein Arsch an und haut dir das Messer in den Hals. Das ist ja doof. Das ist, hättest du ja auch gleich ohne Rüstung kämpfen können, da wärst du wenigstens noch beweglich gewesen. Aber nein, dann kommt der Typ an. Das ist ja echt doof, ne? Deswegen gab es da. Schön sieht es hier übrigens aus, aber ich glaube, ich muss durch diesen Berg da vorne, oder? Nee, muss ich nicht. Ich muss rechts schwenken und dann durch diesen. Fuck. Das wird nicht besser. Mann, dieses dumme Bergland hier in Reach, das ist einfach nur dämlich. Ah. Du kommst hier nicht voran, weil du einfach was. Ah, die Ungezogene hat es dann doch noch geschafft. Die sieht übrigens nichts. Weil Loading Data, da kann ich leider nicht viel sagen zu, außer. Ja gut, selbst wenn ich jetzt was dazu sage, bringt es ja sowieso niemanden weiter, nicht wahr? Kragen hieß das Ding, aber dann lässt sich der Kopf nicht drehen. Ja, das ist natürlich doof. Naja, kommt drauf an, auf was? Wenn du sowieso irgendwie so ein komisches Pferd rumreiten machst, dann musst du den Kopf wahrscheinlich sowieso nicht so viel drehen. Also wenn du hier vom Pferd kämpfst, dann kannst du so ein. Alter, was war das denn gerade? Dann kannst du wahrscheinlich so ein Ding hier super mitnehmen. Das sieht ja auch schon wieder aus. Dann kannst du so einen starren Halskragen durchaus mal mitnehmen. Weil dein Kopf wirst du sowieso nicht so viel bewegen. Na gut, das heißt, du möchtest dich umdrehen, aber naja, gut, dann. Obwohl, gerade auf dem Pferd muss man sich nicht gerade umdrehen können, oder? Ich meine, das ist, wenn du das ganze Pferd erst wenden musst, das dauert ja und so. Da willst du ja, oh, ein Affe-Fan. Ach, herrje. Die Affenklappe besucht mich wieder, beziehungsweise Fans von denen.
Oder so Kragen. Ja gut, wie auch immer das Ding heißt, es gab da auf jeden Fall was. Die hatten auf der rechten Seite einen ausgezogenen Platte, die Schwerthiebe abhalten. Stimmt, das sehen diese Rüstungen. Das finde ich total störend, dass Rüstungen asymmetrisch aussehen. Das mit dieser komischen Platte. Wie weit müssen wir überhaupt? Na, wir sind gleich da. Schön. Jetzt sind wir auch wieder hier bei der Bude, wo ich vorhin war. Dem Schwarzwipfel-Dingsbums da, wie auch immer es hieß. Hallo Fuchs.